So, Leute, wir gehen rein ins Getränketasting. Wir haben verschiedene Getränke hier. Da ist Gin dabei, da ist Tee dabei, da ist Shots dabei, also gesundes Zeug, was mit Alkohol und sehr viele geile andere Sachen. Also eine sehr feine Variation von sehr vielen unterschiedlichen Getränken. Und wir werden uns heute so ein bisschen durchtasten und wir werden euch auch sagen, was das für Getränke sind, wo ihr die so findet und so. Also, ich zeige euch mal das Erste, was wir haben. Das ist, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, Yobut. Das ist Kombucha, das ist so ein fermentiertes Getränk, das haben wir auch auf der Messe haben wir das auch getrunken und getestet. Schau fermentiert? Das mal an. Ja, das also mit Bakterien quasi? Ich glaube, dass so Fermentation funktioniert, ja, also mit Bakterien. Es ist keine Limonade, es ist halt eher, es ist halt wie ein gekühlter Tee. So, diese Sorte heißt Craft Kombucha Cream Mate Raw Kombucha. Es ist immer was gut, wenn Bakterien, so Joghurtkulturen oder so, so Bakterien sind immer gut für den Darm. Ja, voll. Perfekt. Und hier hat man es halt in einem süßen Limonadentee-ähnlichen Getränk. Okay. Stößchen. Stößchen. Aber man riecht schon ein bisschen die Fermentation, man ne? riecht die Fermentation. Man riecht es. Es ist tatsächlich ganz minimal säuerlich. Ja. Wie schmeckt das? Leicht säuerlich? Ja, leicht säuerlich wie Mate. Eigentlich so. Stimmt, Mate. Wie, ja, es hat, wenn man dran riecht, ist es halt fermentiert. Wenn man es probiert, ist es irgendwie eine süße Limonade und im Abgang ist es Mate. Findest du es süß? Also wenn du mir das jetzt gegeben hättest zum Probieren, hättest mir nicht gesagt, was es ist. Weißt du, was ich gedacht hätte, was es ist? Eine Weißweinschorle, aber keine süße, sondern eine mit Wasser. Ja, stimmt. Schmeckt ein bisschen wie eine Weißweinschorle. Jetzt, wo du sagst, stimmt, du hast recht. Jetzt, wo du sagst, es schmeckt ein bisschen wie Weißweinschorle. Aber irgendwie auch mega erfrischend. Also ist da Kohlensäure drin? Bisschen, oder? Wir trinken jetzt den Honig-Gin. Also, wir haben einen exklusiven Bio-Honig-Gin aus regionalen Zutaten entwickelt. Wir verwenden nur den besten Honig aus unserer eigenen Imkerei, die bereits in einem frühen Stadium in die Entstehung unseres Gin Smith einfließt. Dadurch entsteht ein einzigartiger Geschmack, der unsere Liebe zur Imkerei widerspiegelt. Das haben die mir nämlich auch auf der Messe erklärt. Der wird nämlich mit destilliert, deswegen ist der nämlich eigentlich weiß, also wie ein normaler Gin. Und die fügen halt nachträglich noch ein bisschen Honig mit ein, damit der ein bisschen gelb ist. Aber das ist eigentlich krass destillierter Honig-Gin. Boah, so viel, das ist ein kurzer, ne? Nicht? Wie wenig willst du denn sonst testen? Du musst es ja auch irgendwie aus dem Mund haben. Aber es riecht wie Gin, ne? Es riecht wie Gin. Es riecht wie Gin. Ich. Spülst du das gerade durch? Ja, muss man ja probieren. Ah, sehr gut. Also es ist halt Alkohol, ne? Also ich finde, wenn man es halt, stark, ne? wenn man es halt unten hat, dann finde ich, schmeckt es nach Honig, aber nicht wie der süße Honig aus der Tube oder so, sondern dann schmeckt das, wie nur Honigwabe riecht. Lika wieder breit. Das ist das Erste, also ein Aperitif. Rupin-Aperitif von Toni Kumm. Nee, stopp. Franz von Fein, Rupin-Aperitif ist das. Und das ist ein fertig gemischter Aperitif ohne Alkohol. Ohne Alkohol? Ohne Alkohol. Nee. Wirklich? Ja, wirklich ohne. Und vor allem, das sieht ja wirklich sehr schön rubinig aus, ne? Ja. Riecht dran. Wermut. Was? Herber schmeckt, es riecht wirklich nach irgendeinem Gewürz. Hä, das schmeckt irgendwie nach, wie ein Mann riecht. Ja, es riecht irgendwie nach Mann. Ist das nicht Wermut? Komm. Hä, warte, ich guck mal da drauf, was da drauf steht. Also, Wasser, Zucker, Orangen, Zitronen, Zitronengras, Limetten, Wacholderbeeren, China-Rinde, nee, China-Rinde, also, Säuerungsmittel, Zitronensäure, Kardamom, Salbei, Hibiskusblüten, Kurkuma, Piment, Salz und Vitamin C. Aus biologischem Anbau, Anteil 43%. Da ist überhaupt gar kein Wermut. Das muss so aussehen wie auf dem Bild. So wie auf dem Bild von der Farbe her soll es sein. Stößchen. Mmh. Der schmeckt ein bisschen wie Kinderglühwein. Hey, finde ich gar nicht. Doch. Ich finde, das schmeckt ultra nach Kurkuma. Ich finde, das schmeckt krass ein bisschen Kurkuma bitter.
Das schmeckt wie so ein Weihnachtsgetränk. Wir haben das nächste, ist ein richtig geiler Gin hier aus München. Der heißt Munich, Leute, mit einem G. Oh mein Gott, das ist richtig cool, das ist richtig intelligent. Munich Premium Gin, 43%. Gin Munich ist eine Liebeserklärung an die schönste Stadt der Welt und nördlichste Stadt Italiens, München. Regionale Kräuter, handverlesene Blaubeeren und Granatapfelkerne sowie frische Zitrusfrüchte unter den 22 Botanicals verleihen unserem Gin Munich den einzigartigen Geschmack der bayerisch-italienischen deutsche Vita. Hä, ich verstehe es nicht. München ist doch nicht in Italien. München ist doch in Deutschland. Wieso nördlichste Stadt Italiens? Aber findest du, dass München aussieht wie eine italienische Stadt? Nein, aber man sagt es halt so. Ja. Also wenn das nicht geil riecht, dann weiß ich es halt auch nicht. Das riecht halt auch schon irgendwie so nach Beeren. Nach Granatapfel. Das riecht nach Granatapfel, ist das geil. Stößchen. Stößchen. Mm. Alter, der schmeckt krass nach... Zitrone auch. Ja. Beerig. Beeren. Ultrabeerig. Sehr beerig. Sehr. Aber auch... Ich glaube, aber gefühlt, ich weiß nicht, sind die alle gleich stark? Weil der haut schon rein. Jo, der brennt schon. Der brennt richtig der hart. Der hat 43%. Also das Ding ist, wenn wir jetzt uns weiter so viel probieren, dann bin ich heute Abend gut dabei. Okay. Ey, ich muss sagen, der schmeckt wirklich gut. Auf jeden Fall wäre das einer, den ich mir nachkaufen würde. Ich finde, man schmeckt, dass der auch einen Award gewonnen hat. Weil das, glaube ich, das ist der geschmacksintensivste Gin. Ich habe schon ein paar Gin getrunken so, ne? Ich bin jetzt nicht der absolute Gin-Kenner, aber ich habe schon mal Gin getrunken und ich finde, das ist ein Gin, da schmeckst du wirklich raus, dass da so verschiedene Früchte und sowas drin sind. Ja, vor allem, man schmeckt auch diese Reinheit auch trotzdem noch. Ja, voll. Also man schmeckt einfach den Gin. Schokolade in der Bottle? Ja. Hat das irgendwas mit Schokolade zu tun? In der Tat. Das ist sehr klug kombiniert. Feinster zart perlender Chardonnay, geküsst von einem Hauch belgischer Schokolade. Zwei der edelsten Genüsse Europas verschmelzen zu einer besonderen Kreation. Geschmacksintensive Kakaobohnen werden während des Reifeprozesses beigefügt und verleihen Chocolate in a Bottle so sein markantes Aroma. Schon beim ersten Schluck entfaltet sich der vollmundige Geschmack und macht die Illusion belgischer Schokolade perfekt. Als gekühlter Aperitif, als Begleiter zu fruchtigen Speisen, als flüssiges Dessert oder einfach so, bietet Chocolate in a Bottle ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Wow! 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 Wow. Das ist krass Schokolade. Alter, das ist wie flüssige Schokolade riecht. Das riecht wie Schokolade, aber es richtig riecht geile. Riecht wie Schokolade. Es riecht viel mehr als Schokolade. Es riecht wie Schokoladenparfüm. Nein, noch besser. Ja. Wie als ob du in einen Schokoladenbrunnen springst und du riechst überall nach Schokolade, so intensiv. Aber auch ein bisschen fruchtig. Probier mal. Boah, ich finde, weißt du, es schmeckt noch so ein bisschen, es schmeckt wie Schokolade krass, aber ich finde, es schmeckt ein bisschen wie Mancherie. Ich finde, da ist noch so ein bisschen so Kirsche mit drin, so ein bisschen flüssige Kirsche. Ja, irgendwas ist... Ja, was Zitrus. Fruchtiges. Ja, oder Zitrus, so irgendwas... Auch ein bisschen säuerlich. Ja, Limettenlikör. Pur auf Eis oder als Cocktail genießen. Schmeckt nach frischer Limette, vom Startup mitproduziert, pur auf Eis oder als Cocktail, ohne Farb- und Aromastoffe plus vegan. Famous-steel.com. Es riecht nach Limette. Ja, es ist nicht Limoncello. Limoncello ist viel süßer. Das ist halt wirklich Limette. Es ist so Zitrus. Es ist Zitrus, wenn man dran riecht. Prost. Oh mein Gott, das ist das Geilste bisher. Das ja? ist so geil. Ich lieb's. Ich nehm's mit, wenn du es nicht willst. Ja? Oh mein Gott, das ist so geil. Das ist. Oh. Ja, schenke ich dir. Wenn du so begeistert bist, schenke ich dir das. Oho. Au. Ah. Na, dann kannst du ja mal beschreiben, wie es schmeckt. Let's go. Boah, also das ist sehr schön süß. Es ist sehr limettig. Es ist sehr leicht. Es ist nicht zu stark, also dass es mir total alles wegätzt, sondern es ist so für Frauen, die nicht so viel Alkohol gewöhnt sind, also so wie ich. Ja, natürlich.
Boah, das schmeckt so ein bisschen wie so dieses Solero-Eis nur für Erwachsene. Oh, das ist geil. Ich lieb's. Million Roses Gin, der besteht aus Rosen. Also zum Großteil. Richtig nach Rosen. Hat 40%. Krass. Nimmer. Und voll die schöne Flasche. Schaut mal, wie schön das aussieht. Sieht ein bisschen aus wie ein Parfüm. Ja, voll. Entdecke die einzigartige Essenz unseres Million Roses Gins. Dieses Destillat fängt die verborgene Schönheit einer Stadt ein, in der Millionen von Rosen blühen. Mit sorgfältig ausgewählten Botanicals und dem verführerischen Geschmack von Rosenblüten öffnet dieser Gin ein Tor zu einer Welt voller Mysterien. Genieße ihn pur, eisgekühlt oder mit mediterranem Tonic und lasse dich von den blumigen Aromen verzaubern mit Miss Gin Million Roses. Floral. Und da hat ihm mir nämlich noch ein Tonic-Wasser mitgegeben aus Hibiskus. Oh, das passt perfekt. Genau, die hat gesagt, das sollen wir damit mischen und dann wäre das super geil. Okay. Also es riecht krass sehr nach Rose. Es riecht einfach wie eine richtige Rose, nur 100-mal intensiver noch. Es riecht wie dieses eine Parfüm, was meine Oma immer benutzt hat früher. Prost. Oh, Entschuldigung. Krass rosig. Mm. Also es ist einfach nur pure Rose. Es schmeckt auch leicht, also ich habe irgendwie das Gefühl, es schmeckt auch ein bisschen nach Zitrone. Es hat was. Ich finde, der ist sehr feminin. Ich finde, die ganze Flasche ist feminin, der Name davon ist feminin. Zu welchem Anlass könnte man den trinken? Immer. Zu jedem Anlass, wo du auch jeden anderen Gin trinken würdest. Also Pura Premium Ingwer Essenz. Und was ist da drin? Das Zubereitung, Vorgebrauch schütteln, 20 bis 30 ml Pura pro Glas, geöffnet innerhalb von 6 Wochen, verbraucht und kühl lagern. Und was ist drin? Lest mal hier unten. Zutaten, 55% Ingwersatz, Saft, Rohrzucker, Wasser, Zitronensaftkonzentrat, Zitronensaft, natürlich ist Ingwer-Aroma, Gochi-Beerensaftkonzentrat, natürlich ist Maca- und Wacholderbeerenextrakt, Acerola-Pulver, natürliche Ingwer- und Pfefferextrakt, natürlicher Kurkuma-Extrakt. So. Stößchen. Oh! Findest du das nicht? Aber das erste war zitronig, geil. Boah, das ist ultra, ultra scharf. Weil du viel getrunken hast, oder? Ja, weil es halt purer, es ist halt wirklich, Leute, es ist purer Ingwer. Das schallert dir halt auch alles weg. Ist es nicht auch so eine Vitaminbombe? Da wird man gesund, wenn man das in Krankheitsphasen trinkt. Ja, und auch wenn du gesund bist, um halt gesunde Krankheiten aufs Vorn zu beugen, fürs Immunsystem halt. Stell dir vor, du machst so einen Orangensaft und du tust einen Orangensaft rein. Dann hast du so einen Ingwer-Shot-Orangensaft. Ja, geil, wenn du einen Orangensaft hast und du baust das, ist doch voll gut zu mischen. Das ist eine wunderschöne Flasche. Das trifft so voll meine Ästhetik. Guck mal kurz Name. Weg. Gin-Knopf und die Welt steht Kopf. Ist das nicht süß? Ah, Gin-Knopf, macht Dampf, Gin-Knopf. Auf der Suche nach außergewöhnlichen Botanicals trifft Neil Drinkstrong auf das Alien Ralph und überreicht ihm als Zeichen der Freundschaft eine Orange. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise durchs Universum, entdecken das Sternenkraut und den Himmelsschlüssel und destillieren draußen in ihrem Raumschiff diesen ganz besonderen Orangen-Gin. Ist das eine geile Story? Ist das süß? Ich stehe ultra auf sowas. Wenn du sowas rausholst, während du Gäste hast oder du hast sowas im Schrank stehen, das würde mich allein wegen der Story und der Verpackung super glücklich machen. Das ist komplett 44%, das ist der stärkste Gin, den wir jemals hatten. Ja, das ist der stärkste Gin von allen Leuten. Bio-Qualität. Bei der Destillation in München-Pasing verwenden wir ausschließlich feinste Bio-Zutaten. Ebenso erfolgt bei unserem New Western Gin keine Zugabe von Zucker oder sonstigen Stabilisatoren. Denn wenn die richtigen Zutaten gewählt werden, ist dies auch gar nicht nötig. Prost. Man merkt es 1% plus. Ja, der ist noch mal stärker als der andere. Alter, man merkt das sofort. Nur 1% ausmacht. 1% und es schallert dich noch ein bisschen mehr weg. Alter. Ja, also der ist krass orangig und der schmeckt noch mal ganz anders. Ich habe ja keine Ahnung von Gin, ne? Aber anscheinend schmeckt Gin kann ja so viele Geschmacksrichtungen haben. Der zum Beispiel schmeckt krass nach Zitrusfrucht. Krass nach Zitrusfrucht. Während der andere halt mehr so Richtung Gewürz gegangen ist. Der hier, der Munich.
Der ist krass orangig, zitronig. Stimmt. Also ich wäre so ein Mensch, ich würde es halt auch mischen jetzt mit irgendwas. Ja, ich würde sagen, den, weil der jetzt so stark ist, ich stelle mir den auch gut vor, wenn da jetzt nochmal so ein Tonic-Wasser dabei ist. Ich glaube, der macht das nochmal, was eh schon frisch ist, macht den, glaube ich, das Tonic-Wasser noch ein bisschen mit dem Sparkling, macht das, glaube ich, noch ein bisschen frischer. Ja. Ich glaube, Sparkling-Water dazwischen wäre ganz geil. Ja. Von Inspired Tea, Leute, Waldfrüchte. Riecht auch krass Waldfruchtig. Ja. Erdbeerstücke, Heidelbeeren, Hibiskus, Hagebutten, Apfelstücke, Orangenschale und natürliches Aroma. 1-2 Teelöffel mit 100 Grad Wasser zubereiten, den Tee 15 Minuten ziehen lassen und dann genießen und inspirieren lassen. Unser Tee ist perfekt für euren morgendlichen Start. Ihr habt Stress mit dem Chef, ihr habt Stress mit Kollegen. Egal, trinkt unseren Tee. Genau, Feri 30. Ich schreibe es auch nochmal in einem YouTube-Video unten in die Beschreibung rein. Es gibt nämlich 30% Rabatt. Tippt jetzt Veri30 in den Rabattcode. Rabattcode ein. Ich glaube, der Tee ist fertig. Ja. Prost. Tschüsschen. Schmeckt sehr nach viel bärig. Schmeckt intensiv. Schmeckt. Nachtbeere. Ja. Schmeckt gut. Riecht aber intensiver, wie er schmeckt. Ja, schmeckt intensiver, als er schmeckt. Ich habe gedacht, ich dachte, nee, andersrum. Riecht das, intensiver, als genau. Er schmeckt. Ich dachte, man trinkt den und dann ist es so eine Erdbeerenexplosion, wo der Hals schon wehtut, weil es so süß ist. Aber es ist gar nicht. Es ist einfach angenehm nach Beeren. Er hat auch keine natürliche Süße. Also wenn man auf süßen Tee schmeckt, steht, sollte man sich doch noch Zucker reinmachen. Ja, Zucker. Ist halt natürlich, ne? Genau, ist natürlich. Wenn ihr da noch Tee, wenn noch ein bisschen was Süßes und macht das und macht das so.